Als Stickenthusiast habe ich schon einige haarsträubende Sprüche an den Kopf geworfen bekommen. In diesem Video zeige ich dir die vier schlimmsten Vorurteile und warum sie absoluter Quatsch sind. Hallo, ich bin Anne von Pumora und auf meinem Kanal kannst du ganz einfach sticken lernen. Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema, nämlich um Vorurteile, die man sich als Sticker von anderen Menschen, die nicht sticken, anhören darf. Ich habe euch auf Instagram gefragt, welche dummen Sprüche ihr euch immer mal anhören müsst, wenn ihr von anderen Leuten beim Sticken gesehen werdet oder sonst irgendwas. Und ihr habt mir wirklich überwältigend viele Antworten geschickt. Und das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass dieses Thema euch genauso nervt wie mich. Zum Teil, es gibt auch Menschen, die positive Reaktionen bekommen, aber dazu später mehr. Aber genug gefaselt, kommen wir zum ersten Vorurteil. Sticken ist eintönig und langweilig. Die passenden Sprüche dazu sind: und das macht dir wirklich Spaß, das ist doch tot langweilig, immer nur dasselbe Kreuzstich zu sticken. Du bist so langweilig. Langeweile ist ja mal super subjektiv. Ob ich jetzt stundenlang an einem Stickbild arbeite oder ob ich stundenlang Autos beim im Kreis herumfahren, wie bei der Formel 1, anschaue, wo ist da der Unterschied? Für mich ist das Letztere absolut langweilig. Gerade in einer Zeit, wo außenrum alles laut und brüllt und chaotisch ist, gerade jetzt im Moment, ist doch so eine Sache, wo man sich einfach mal hinsetzen kann, sich Musik oder ein Hörbuch oder was auch immer, eine schöne Serie anmachen kann und einfach nur da sitzt und was Eintöniges machen kann. Perfekter Ausgleich, oder nicht? Wenn also jemand sagt, mir ist Sticken zu langweilig, dann ist das absolut in Ordnung. Wenn jemand sagt, Sticken als Ganzes ist langweilig, dann stimmt das einfach nicht. Kommen wir zum zweiten Vorurteil. Sticken ist Zeitverschwendung. Die Sprüche, die ihr mir eingesendet habt, sind wirklich sehr herrlich. Ich lese hier mal was vor. Wann machst du das nur? Du musst ja viel Zeit haben, wenn du neben Haushalt, Arbeit, Kindern und Nähen dafür auch noch Zeit hast. Ja, die liebe Zeit. Man hat sie nicht, man muss sie sich ja doch irgendwie nehmen. Und so ist das eben auch für Hobbys. Denn dieses Zeitargument wird nicht nur beim Sticken benutzt, sondern bei so vielen Hobbys. Es hat mir auch noch eine Leserin geschrieben, dass sie das auch zum Beispiel bekommt, wenn sie selber kocht, von Leuten, die ihm nicht gerne kochen, dass sie überhaupt nicht verstehen können, warum sie sich noch die Zeit nimmt zu kochen. Und das ist genau dasselbe. Die Frage ist eben, ist der Zeitfaktor ein Faktor, den man bei einer Freizeitbeschäftigung anwenden kann? Ist es wirklich so schlimm, sich ein Stündchen hinzusetzen, in Ruhe und entspannt, vielleicht noch mit ein bisschen Kaffee oder Tee an der Seite, und einfach sich friedlich hinzusetzen und etwas zu sticken. Das klingt für mich nach einem sehr entspannten Zeitvertreib. Wenn man etwas tut, was man wirklich sehr gerne macht, dann ist das keine Zeitverschwendung, dann ist das eine wertvolle Zeitnutzung. Denn letztlich geht es doch irgendwie darum, dass man auch ein bisschen Spaß hat im Leben. Und wenn einem etwas Spaß macht, warum soll man das dann nicht tun? Nur weil jemand anders denkt, das sieht langweilig aus und ich finde das eine absolute Zeitverschwendung. Und gerade wenn wir extrem viel zu tun haben, wenn wir die ganze Woche über nur von A nach B rennen und unsere Kinder abholen oder Homeschooling machen oder kochen und Haushalt machen, gerade wenn man eben so ein gestresstes Leben hat, genau dann ist ein ruhiges Hobby, wo man einfach mal sich hinsetzt und in Ruhe was macht, doch absolut Gold wert. Du hast nicht viel Zeit, möchtest aber trotzdem sticken lernen? Alle wichtigen Infos für Stickanfänger findest du in meiner Anfänger-Playlist. So geht das Stickenlernen gleich viel schneller. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Sticken ist unnütz. Die passenden Sprüche dazu habt ihr mir auch geschickt. Was machst du denn nur mit den ganzen Stickrahmen? Die kann man doch nur aufhängen. Beim Stricken kommt wenigstens was Sinnvolles heraus, beim Sticken aber nicht. Und da ist genau der Punkt. Muss ein Hobby etwas Praktisches hervorbringen? Die meisten Hobbys bringen in der Regel nichts Praktisches hervor. Die meisten Hobbys betreibt man deshalb, wenn man Spaß haben möchte.
Es ist eigentlich schon ein Armutszeugnis, dass man inzwischen selbst bei Hobbys schon darauf achten muss, dass am Ende auch was Praktisches bei herauskommt. Doch auch beim Sticken gibt es äußerst praktische Elemente. Zum Beispiel kann man verschiedene Sticktechniken benutzen, um Kleidung zu reparieren, die dann noch länger getragen werden kann. Oder ein ganz großer Punkt, der heutzutage, wo alles irgendwie gleich aussieht, Personalisierung. Mit Sticktechniken kann man sich ganz leicht seine Klamotten selber personalisieren. Man kann Namen auf Kinderjacken schreiben, damit sie ihre Jacke wiederfinden. Man kann alles Mögliche machen und das, finde ich, ist durchaus ein praktischer Nutzen. Kommen wir zum absolut nervigsten Punkt dieser ganzen Vorurteile. Punkt 4. Sticken ist altmodisch. Ich glaube, zu diesem Punkt kamen die meisten Sprüche. Ich fasse mal zusammen. Dir fehlen jetzt nur noch die Katzen. Wenn du 50 Jahre älter wärst, wäre das ja schon ein schönes Hobby. Macht doch heute keiner mehr. Ist ja schon mal eine Falschaussage, denn offensichtlich mache ich Stickereien. Also stimmt das schon mal nicht, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Ansichtsweise, dass Sticken altmodisch ist und dass der nur von Omas gemacht wird, das ist unglaublich antiquiert. Und da bin ich auf einen Zeitungsartikel aus der Zeit gestoßen, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Also falls ihr euch mal ein bisschen aufregen wollt, dann lest euch diesen Artikel auch noch durch. Und da zitiere ich jetzt mal den guten Herrn. Man fragt sich, warum Stickereien so lange aus der Mode verschwunden waren. Vielleicht, weil das Sticken als rückwärtsgerichtet und unmodern galt. Und das zu Recht. Sticken ist eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit. Ja, meine Lieben, das ist die Begründung für den Satz, Sticken galt als rückwärtsgerichtet, weil man es schon so lange gemacht hat. Da fragt man sich doch, vielleicht sollten wir den ganzen Zeichnern und den Malern und auch den ganzen Nähern, vielleicht sollten wir denen auch sagen, sorry, ihr geltet jetzt leider als rückwärtsgerichtet, denn das mit dem Zeichnen und dem Malen, das haben die ja früher schon in der Urzeit gemacht an den Wänden und so weiter. Also das ist wirklich absolut rückwärtsgerichtet. Also ich glaube, das sollten wir den Leuten vielleicht auch sagen, denn ja, ist einfach nicht modern. Fakt ist doch einfach, dass Sticken genau wie ein Bleistift oder ein Stück Kohle oder eine Technik an sich, es ist ein Werkzeug, es ist kein Konstrukt oder irgendwas, es ist ein Werkzeug, das man benutzen kann, um etwas zu tun und nichts anderes. Zudem ist altmodisch ja auch nun wirklich sehr subjektiv, denn es gibt momentan wieder die Cottagecore-Bewegung, wo einfach wirklich Sachen, die man schon als altmodisch betrachten könnte oder würde im normalen Kontext genommen werden und es wird wieder eine ganz andere eigene Bewegung draus gemacht und es ist absolut modern und wird von der jüngeren Generation hauptsächlich gemacht. Über Geschmack lässt sich einfach nicht streiten und deshalb gilt auch hier, nur wenn man etwas nicht mag oder nicht versteht, heißt es noch lange nicht, dass man das jedem, der es gerne mag oder tut, an den Kopf werfen muss. Ein kleiner Unterpunkt zu dem Thema altmodisch. Mir wurde neulich gesagt, dass Blumensticken absolut altmodisch wäre. Und dazu kann ich nur eins sagen. Fakt ist allerdings, dass international auf Instagram tätige Stickdesignerinnen fast alle Blumenmotive haben und damit erfolgreich sind. Blumen und allgemein so botanische Elemente sind schon seit Jahrtausenden eins der beliebtesten Sachen und das wird sich auch, hoffe ich, die nächsten 1000 Jahre nicht ändern. Auch bei mir auf Pomora merke ich, dass das Thema Blumen auf jeden Fall auf sehr großes Interesse steht und das nicht nur bei Frauen über 60 mit Katzen und Enkeln. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt auch positive Reaktionen. Und das sind so tolle Sprüche wie: Ich habe noch gar keine dummen Sprüche bekommen. Im Gegenteil, in meiner Umgebung wollen alle auf einmal sticken. Toll, stickst du mir auch was? Und da ist genau dieser Punkt,
Es gibt natürlich ein paar Vorurteile, die ich euch ja jetzt gerade sehr ruhig vorgetragen habe. Es gibt aber auch viele Menschen, die einfach Interesse zeigen, die sich wieder daran erinnern, dass ihre Großeltern das gemacht haben oder ihre Mama das gemacht haben. Oder einfach wirklich merken, oh cool, das ist das, was ich auch schon mal gesehen habe und ich möchte das gerne auch mal lernen. Oder kannst du mir was sticken? Ich hätte gerne das und das. Und das ist auch wunderschön. Und das zeigt auch, dass das Sticken kein aussterbendes Handwerk ist, sondern dass es wirklich ein Hobby geworden ist, was sehr viele interessant und spannend finden. In den 10 Jahren, die ich jetzt Pumora mache, habe ich auch schon viele, viele Geschichten von Menschen, die sticken, gehört. Und ich habe auch meine eigene Geschichte zum Thema Sticken. Und das eine ist, dass Sticken vielen, vielen Menschen daraus geholfen hat, aus einer Krankheitssituation oder damit klarzukommen, aus einer Depression herauszukommen. So war es zum Beispiel auch bei mir. Dass Sticken etwas ist, was du kontrollieren kannst und wo du einfach ein kleines Stückchen machen kannst jeden Tag, auch wenn es dir beschissen geht und du am liebsten nicht aufstehen möchtest. Aber das ist eine kleine Sache, die du immer weitermachen kannst und wo am Ende irgendwas bei herauskommt. Und das ist unglaublich kraftvoll. Was mir auch viele gesagt haben, ist, dass sie durch das Sticken eine Verbindung zu ihrer Familie oder generell den Generationen vor ihnen verspüren. Einfach, weil es ein Handwerk ist, was schon so alt ist, weiß man einfach, dass wahrscheinlich der Großteil der Frauen, die in meinem Stammbaum vor mir sind, einmal eine Nadel in der Hand hatten und genau dasselbe gemacht haben, wie ich es jetzt tue. Und das ist unglaublich kraftvoll. Und für mich ist es auch nochmal eine direkte Verbindung. Ich habe als Kind immer meine Mutter gesehen, wie sie in den Sommerferien bei meinen Großeltern auf dem Land auf so einer Bank saß, mitten in der Sonne und ganz entspannt irgendwas gehandarbeitet hatte. Ob es jetzt nun eine Tischdecke bestickt war oder was Gestricktes. Sie hatte da immer so einen Ruhepol, wo sie sitzen konnte. Und das jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwo sitze und die Sonne scheint auf mich, muss ich immer daran denken, wie meine Mama genau dasselbe gemacht hat. Und das finde ich unglaublich verbindend. Oh Gott, Gott, Gott. Und im Umkehrschluss in die andere Richtung habe ich auch eine Zeit lang mit meinen Kindern zusammengestickt, als sie noch ein bisschen kleiner waren. Und sie haben unglaublich viel Spaß daran gehabt, ein paar Wochen in dem einen Jahr, ihre eigenen Bilder auf Stoff aufzumalen und die dann nachzusticken. Und wenn man dieses Leuchten in den Augen sieht, dann fragt man sich nicht, ob das jetzt ein praktisches Hobby ist oder ob das jetzt irgendwie modern ist, was sie da tun, sondern man freut sich einfach nur, dass sie was haben, was ihnen Spaß macht. Also lasst uns einfach zusammen sticken und dann ist okay. In der Videobeschreibung unten sind auch alle Stickleute, die ich in diesem Video genannt habe, verlinkt. Dort findest du auch meinen Blogbeitrag Sticken für Anfänger. Ich empfehle dir aber auch meine Anfängervideos hier auf diesem YouTube-Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal und drücke die Glocke und dann verpasst du auch kein Video mehr wie dieses oder ein produktives Video, wo man ganz praktische Skills erwerben kann, die sehr modern dargestellt sind.